Mit der hohen Kunst der Fotografie beschäftigen sich derzeit zwei Ausstellungen in Graz. Im Atelier Jungwirt stehen Berge in Schwarz-Weiß im Fokus, im Museum der Wahrnehmung Aufnahmen mit einer Spezialkamera. Im Museum der Wahrnehmung nimmt Fotograf Jens Felling-Schürmann die Welt anders wahr. Bei seiner Spezialkamera wird der Film an einem Belichtungsschlitz vorbeigezogen. So schaut dann etwa ein Bierglas während des Trinkvorgangs aus. Oder so die Wellen eines Sees. Vorbeifahrende Autos bilden einen Strichcode und auch die Fußgängerzone entwickelt ein eigenes Muster. Spielerische Präzision zeigt der Künstler auch, wenn er die Reihenfolge ankommender Regentropfen auf einer Scheibe punktgenau dokumentiert. Bis 17. Februar ist die Ausstellung mit dem Titel Dingweile im Museum der Wahrnehmung noch zu sehen. Im Atelier Christian Jungwirt geht es derzeit in die Berge. Der Vorarlberger Peter Mattis ist Spezialist für naturgetreue Sport- und Außenaufnahmen und stets auf der Suche nach dem Kern der Natur, ihrem Wesen und ihrer Schönheit. Was einem immer treibt oder was mich treibt, ist, da jetzt noch hochzugehen, weil ich schauen möchte, was ist da hinten, kommt da noch was? Oder verpasse ich was, wenn ich jetzt umkehre? Das ist für mich eigentlich das Faszinierende. Ich meine, und es ist immer ungewiss, wenn man jetzt das Gebiet nicht sehr gut kennt. Das Festhalten von Skifahrern und ihrer Spuren im richtigen Moment ist eine weitere Leidenschaft von Peter Mattis. Mehr als ein Dutzend Bücher hat der Fotograf bereits erstellt. Das jüngste Werk widmet sich den Dolomiten. Und da setzt der Fotograf ganz auf Schwarz-Weiß-Fotografie. Es verführt in vergangene Zeiten auch, weil wo es noch keine Farbfotografie gegeben hat. Und wenn man alte Schwarz-Weiß-Bilder anschaut aus dem Gebirge, irgendwo geht es wieder zurück zum Ursprung zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Den Vorgeschmack auf die winterliche Bergwelt in der Ausstellung Duale Dolomiten gibt es noch bis 12. Jänner zu sehen.